Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Lück, wahrscheinlich haben Sie mitbekommen, dass ich mich zu Wort gemeldet habe und deshalb haben Sie mich aufgefordert, hier zu reden. Mich drängt es, zu diesem Problem zu sprechen, weil es ein wirklich ernstes Problem ist, das mir mehrfach in meinen Bürgersprechstunden begegnet ist und weil ich bedauere, dass es hier zu einer Art Spielball parteipolitischer Auseinandersetzung vor der Kommunalwahl wird. Ich glaube, das sollten wir nicht zulassen und nicht tun. Ein wirklich ernstes Problem. Und wir sollen ernsthaft über die Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Im Raum steht als Lösung, steht im Raum, besteht noch Interesse bei der Linken an dem Thema? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Okay, der erste Zugriff, als mich Bürger aufgesucht haben, war zu sagen, wenn da ein Problem ist, das rechtlich gelöst werden kann durch das Handeln von Kommunen, dann ist natürlich das, was nahe liegt, zu sagen, wir müssen Zeit schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass jemand Zeit hat, diese Probleme so zu lösen, dass wir nicht eine Ordnungsverfügung erlassen, von der wir inhaltlich nicht überzeugt sind. Schöner erster Zugriff. Dann habe ich aber mehrere Gespräche geführt. Und ich habe zum Beispiel der Bürgerinitiative in Kulungsborn habe ich gesagt, das wäre doch ein Weg. Aber ich glaube, eines ist doch völlig klar. Rechtlich ist das ein Riesenproblem, so ein Verfahren nicht durchzuführen. Und wer auch immer das macht, kann es doch nur deshalb tun, weil er sagt, es wird am Ende wird es eine Rechtsänderung geben, die diesen Zustand rechtmäßig macht. So, und die Frage ist, wer kann das herbeiführen? Und es kann nur die Kommune herbeiführen. Und es kann nur die Kommune herbeiführen, das ist auch deutlich geworden bei der Diskussion, in Abwägung unterschiedlicher Interessen. Frau Lück, ich bin total bei Ihnen, wenn Sie sagen, Zimmervermietung in traditioneller Form muss möglich sein. Selbstverständlich, das ist absolut vital für dieses Bundesland. Völlig klar. So, jetzt Ihr Vorschlag, wir ändern die Baunutzungsverordnung. Man könnte in die Baunutzungsverordnung reinschreiben, traditionelle Zimmervermietung muss möglich sein. Das wird wohl nicht hinreichend bestimmt sein. So, und jetzt kommt man in Diskussion. Ich will nur mal einmal die Probleme aufzeigen. Eine Möglichkeit wäre, dass wir in der Baunutzungsverordnung festlegen, Wohngebiet ist wunderbar und in bestimmten Bereichen gehört dazu auch traditionelle Vermietung. Jetzt versuchen wir das zu definieren, was ist das? Einigerwohnung kann man nehmen. So. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die Kinder sind aus dem Haus, dann sagen sie, komm, wir tauschen, wir nehmen die Einigerwohnung, haben wir drei Wohnungen. Ist das noch okay? Wollen wir das noch? Und die nächste Frage ist, Frau Lück hat angesprochen, in Neubaugebieten. Touristische Nutzung in Neubaugebieten, wo über die Banken schon klar ist, abgesichert, ich vermiete. Um was handelt es sich denn da? Sind das Häuser mit drei Wohnungen, mit fünf Wohnungen? Sind da Klötze gemeint, wo 10 Ferienwohnungen sind, wo man in den gewerblichen Bereich kommt? So, und ich glaube, dass völlig richtig ist, dass die Entscheidung, was wollen wir vor Ort haben, dass die vor Ort getroffen wird in Abwägung der Interessen. Und die Kühlungsborner haben mir gesagt, ja, leider ist es so, unsere Vertretung will da nicht ran. Ja? Bei denen ist die Vorüberlegung, das Abwägen der Interessen, führt dazu, dass sie sagen, nee, warum lieber nicht. Jetzt ist natürlich eine Möglichkeit, wenn vor Ort Entscheidungen lieber nicht getroffen werden sollen, dann ist natürlich an manchen Punkten die Möglichkeit, dass das Land eingreift und sagt, dann machen wir das. Dazu ist mir persönlich die Situation einfach zu vielschichtig, zu vielgestaltig. Ja, es muss doch zu viel berücksichtigt werden vor Ort. Was an dem einen Ort noch okay ist, ist in dem anderen passt da nicht. Und deshalb meine ich, das muss weiter vor Ort entschieden werden. Und ich finde, wir sollten uns hüten, damit im Finger aufeinander zu zeigen. Eines der Probleme, kommunale Selbstverwaltung ist angesprochen worden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit Totschlagsargumenten begegnen, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und ich würde sehr gerne haben, wenn wir diese Debatte, die wirklich wichtig ist, weil sie Tausende von Menschen betrifft, weil sie Orte betrifft, die in ihrem Erscheinungsbild, dass wir die nicht parteipolitisch hier ganz schnell zur Seite tun, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, sondern wir wollen doch gemeinsam etwas erreichen. Und da ist einfach die Frage, wie kann man das machen? Und ich gebe zu, Frau Lück, das haben Sie völlig zu Recht gesagt, dass ich auch für mich überlegt habe, was kann man denn mit einer Bundesratsinitiative erreichen? Und das Einzige, was ich unterstützen würde bei einer Bundesratsinitiative, wäre, dass man, wenn eine Analyse ergäbe, dass der Rahmen, den diese Verordnung vorgibt, dass die nicht klug ausgefüllt werden kann von den Interessen vor Ort.
Wenn das also, wenn Interessen vor Ort sagen, das und das wollen wir machen und sie würden rechtlich daran gehindert sein. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so, sondern es besteht einfach die Möglichkeit. Die Möglichkeiten bestehen. Und dann muss das vor Ort gemacht werden. Und ich will keine Schelte der kommunalen Ebene betreiben, sondern einfach nur auf bestimmte Dinge hinweisen, die selbstverständlich sind. Als ich mal Bürokratieabbau betrieben habe, versucht habe zu betreiben, müssen wir mal genauer sein. Ja? Ist ja nicht ganz einfach. Ist ja nicht ganz einfach. Da haben wir über das Standardöffnungsgesetz geredet, das wir haben. So, und nach dem Standardöffnungsgesetz kann jeder im Land kann sagen, jede Kommune, wir verzichten auf diesen Standard. Und dann kommen natürlich alle Kommunalen zu mir und sagen, ich würde gerne auf diesen Standard verzichten. Aber das möchte ich nicht machen. Mach du das doch für mich. Ja? Und da sage ich Ihnen, bei den Standards, da bin ich auf Seiten der Kommunen. Da will ich nicht einem Bürgermeister zumuten, dass er seinen Leuten sagt, ja, wir brauchen weniger. Sondern dann beraten wir gemeinschaftlich und dann kann man für das Land kann man sagen, auf bestimmte Standards können wir verzichten. Aber die Verhältnisse vor Ort, welche Möglichkeiten es der Vermietung geben muss, wie das Ortsbild da aussehen soll. Es geht doch auch darum, dass der Ort attraktiv ist. Sie haben eben aufgezählt, irgendwelche Stornierungen. Ja, das ist natürlich ganz hart für uns. Das wollen wir nicht als Land. Das wollen die Kommunen nicht und der einzelne Betroffene nicht. Aber wir müssen, ja klar, aber wir müssen aufpassen. Wir müssen doch als Land attraktiv bleiben. Und da möchte ich weiter, dass jeder einzelne Ort für sich entscheiden kann, ja, wie wollen wir denn nach außen auf die Touristen wirken, damit die zu uns kommen. Und da wird die eine Kommune wird sich so entscheiden und die andere anders. Und das ist nicht kommunale Selbstverwaltung als Stichwort, sondern wirklich als eine Gestaltungsmöglichkeit. Und die Bürgerinitiativen, mit denen ich gesprochen habe, denen war das alles sehr bewusst. Und deshalb habe ich sie auch gebeten und gesagt, ihr kämpft bitte an der richtigen Seite. Die Unterstützung, die wir als Land machen können, ist natürlich diejenige Kommune, die rechtlichen Möglichkeiten vielleicht nicht so sieht, dass wir die beraten. Aber das, was ich hier aufgeschrieben habe, eine verbindliche Direktive in schriftlicher Form, was Sie sich sozusagen zu eigen gemacht haben, dass Sie sagen, das wollen wir haben. Verbindliche Direktive in schriftlicher Form wäre in eine Rechtsfrage, wo der Zwang besteht, rechtlich ist die Lage so, die Behörde muss eingreifen und dann sagen wir als Aufsichtsbehörde, du musst nicht eingreifen. Und zwar unabhängig davon, ob die überhaupt den Grund schaffen, wenn man darüber nachdenken könnte, abzuwarten. Es ist doch möglich, wenn wir so eine allgemeine Direktive machen, dann erfassen wir auch die Kommunen, die sagen, nee, ich ändere nichts. Mir ist der Rechtszustand genau richtig. Und dann greifen wir da ein. Das, glaube ich, kann man keinem Minister zumuten. Ja? Dass sie helfen, ist okay. Aber die Dinge müssen am Ende vor Ort entschieden werden. Ich finde gut, wenn wir das sich nahe geben, nicht die einen haben hier kommunalwahlkampfmäßig ein Thema angemeldet, und wir dann sagen müssten, ja, aber ihr stellt euch als diejenigen da, die kommunale Ebene entmündigen wollen. Ich glaube, solche Spiele sollten wir lassen. Sondern es geht jetzt wirklich darum, vor Ort ernsthaft zu helfen. Und da, glaube ich, wäre es gut, wenn wir gemeinsam das Signal senden, wir unterstützen. Ist ja klar geworden, einige sind in den kommunalen Parlamenten. Dann muss das da eben so vorangebracht werden. Darum bitte ich Sie. Vielen Dank. Applaus